Ja, grüß euch Freunde bei Wolfsbike und Tour TV. Ich würde vorschlagen, heute reden wir wieder mal über Reifen und zwar über den Mitas E07 Plus, der auf der neuen KTM 890 Adventure R serienmäßig aufgezogen ist. Und wenn euch der Gummi interessiert, dann bleibt's dran. Ja, vor einem Jahr bin ich ziemlich genau hier gestanden und habe euch den Mitas E07 präsentiert, der auf der KTM 690 Enduro R aufgezogen ist. Und jetzt haben wir den E07 Plus hier, eine Weiterentwicklung. Der ersetzt den E07 nicht, der ist eine Ergänzung, die ein bisschen weniger Offroad-lastig sein soll, wobei ich euch sagen kann, die Unterschiede halten sich da in Grenzen. Aber wenn wir schon dabei sind, wenn ich schon anspreche, dann will ich gleich bei diesen Unterschieden bleiben. Beim E07 sind die Profilblöcke ein bisschen dünner und dadurch auch, würde ich sagen, eher für leichtere Enduros geeignet. Und hier beim E07 Plus sind diese Blöcke breiter, sollen auch für ein bisschen eine bessere Haftung am Asphalt sorgen und dafür sind die Abstände zwischen den Profilblöcken auch ein bisschen größer. Aber beide Reifen sind meiner Meinung nach Reifen für Leute, die sowohl auf als auch abseits der Straße unterwegs sein wollen, die ganz einfach auch auskosten wollen, was ihre Reise-Enduro kann. Das heißt, sie bieten auf der Straße wirklich einen ordentlichen Grip und sie können trotzdem auf unbefestigten Wegen einiges. Und was immer schon ein großes Argument für den Mitas E07 oder eben jetzt auch E07 Plus war und ist, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis zum einen und zum anderen die wunderbare Laufleistung. Ihr wisst, ich spreche nicht allzu gerne über Laufleistung, zumindest nicht über Kilometerangaben, weil die irrsinnig unterschiedlich sein können vom Fahrertyp, vom Motorrad. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, auch ob man viel Offroad fährt oder weniger Offroad fährt. Aber mit dem E07 hat man definitiv einen Langläufer im Verhältnis zu anderen Reifen. Also da kommt man wirklich weit. Also wenn die Reise weit gehen soll, dann ist das schon einmal ein Argument. Und er ist ganz einfach auch ein Gummi, der auf beiden Welten, also auf der Straße und abseits davon, zu Hause ist. Wie immer ist es ein Kompromiss. Wie immer muss auch dieser Mitas-Ding-Kompromiss eingehen. Mitas gibt ja den E07 als 50-50 Reifen an und diesen E07 Plus als 60-40 Reifen. Ich habe schon im letzten Video gesagt, dass ich mit dieser Einschätzung nicht ganz konform gehe. Also wenn man die anderen 50-50 Reifen hernimmt, die sich da eben so alle an den Conti DKC80 als Benchmark orientieren, ob das jetzt der K60 Ranger von Heidenau ist, ob das der Adventure Cross von Bridgestone ist oder der Anarchy Wild von Michelin, der Karo 4 von Metzler, also da gibt es ja einige zur Auswahl mittlerweile. Die sind alle doch um eine Spur offroad-lastiger noch als dieser E07 oder der E07 Plus. Ich würde den Reifen jetzt ähnlich wie den E07, also einen 60-40er oder vielleicht sogar 65-35er Reifen sehen, also schon näher bei der Straße. Aber nichtsdestotrotz macht er einen sehr, sehr guten Job im Schotter, im groben Schotter, auf trockener Wiese, auf Waldwegen und so. Wenn es gatschig wird, wenn die Wiese feucht ist, dann ist naturgemäß schon ein bisschen früher Schluss mit lustig als bei den reinen 50-50er Reifen. Was aber durchaus eine Stärke ist, wenn man sich einmal irgendwo im Schlamm, im gatschigeren Terrain festgefahren hat, der Reifen fährt sich relativ rasch auch wieder selbst sauber, also hat eine gute Selbstreinigung. Das ist auch dadurch, dass die Blöcke weit genug auseinander liegen. Also von dem her ist das schon auch in Ordnung beim Offroad-Fahren. Wie gesagt, wenn es da nass und schlammig ist, ist aber der Grip und der Vortrieb nicht mehr so gegeben wie beim 50-50er. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Seitenführung vom Vorderreifen bei so losem Schotter, bei feinem Schotter, auch sandigeren Passagen nicht die allerbeste ist.
eben auch im Vergleich zum 50-50 Reifen muss man da schon Abstriche machen. Aber insgesamt ist es ganz einfach eben ein wunderbarer Kompromiss für alles, was man mit der Reiseenduro gerne fährt. Mieter spricht auch von verbesserten Nassfahreigenschaften gegenüber dem E07. Diese auszuloten ist nicht allzu leicht. Ich habe natürlich auch die eine oder andere Fahrt auf nassen, kalten Asphalt gehabt und da ist er mal hinten schon relativ früh weggeschmiert. Das ist natürlich auch der Leistung der 890R geschuldet, aber man kann sich das immer ganz gut an der Traktionskontrolle anschauen, wie früh die eingreift. Also ich würde ihn jetzt im Regen auf nasser Fahrbahn als ordentlichen Reifen sehen, aber da gibt es sicher noch Luft nach oben, da gibt es sicher Reifen, die das besser können, wenn ich zum Beispiel an einen Pirelli Scorpion Rally SDR denke oder auch an den guten alten K60 Scout, der doch auf der Straße bei Regen meiner Meinung nach später wegschmiert als damit das E07 Plus. Trotzdem ist er absolut gut fahrbar da auch und sollte das eigentlich nicht wirklich das Argument gegen den Reifen sein. Man muss sich immer im Klaren sein, wenn es im Nassen ist, gibt es ganz, ganz wenige Reifen, die da wirklich am Top-Grip bieten. Der erwähnte Pirelli Scorpion Rally SDR ist definitiv einer davon. Mit das kann auch Regen besser. Wenn ich an den Terraforce denke, der auf der KTM 1290 Adventure S serienmäßig ist, der haftet auf der Straße bei Regen wirklich gut. Da kommt dieser E07 Plus nicht ganz hin. Aber ich will gar nicht so sehr über die Schwächen reden, sondern über seine Stärken. Und das ist ganz einfach, dass man ihn in einem breiten Einsatzspektrum fahren kann, vor allem auf trockener Straße, auf trockenen Offroad-Passagen. Alles, was dann zu nass wird, wenn es zu schlecht wird, das Wetter, muss man ganz einfach mit der nötigen Vorsicht und mit dem nötigen Weitblick fahren. Ich will sowieso niemanden bekehren oder niemanden belehren, weil ja Reifen Eindrücke immer sehr, sehr subjektiv sind. Ich sage immer ganz genau das, was ich bei dem Reifen spüre. Und da ist eben so, dass ich das letzte Vertrauen auf nasser Straße mit dem Reifen nicht bekommen habe. Dafür muss man allerdings im Normalfall auf der Straße, auf der trockenen Straße, so gut wie keine Kompromisse eingehen. Wenn man vielleicht ein bisschen von der Lautstärke absieht, die auch naturgemäß bei so einem grobstolligeren Reifen eine andere ist als bei einem 9010er Reifen oder bei einem reinen Straßenreifen. Die kleinen Verbindungsstege zwischen den äußeren und den inneren Blöcken erhöhen auch die Stabilität und sorgen so auch für einen ruhigeren Lauf durch die Kurve, durch die langgezogene Kurve. Auf der Straße hält er richtig gut damit, das allerdings muss man beim Rausbeschleunigen schon aufpassen. Da habe ich selbst jetzt schon mit der Traktionskontrolle in Stufe 4 den einen oder anderen Hinterradrutscher gehabt beim Rausbeschleunigen. Also da muss man mit dem Mieter schon ein bisschen Abstriche machen gegenüber dem einen oder anderen, sage ich jetzt 70-30er Reifen. Aber dafür macht das zumindest das Hinterrad am Schotter ganz gut wett. Für wen ist jetzt dieser Mieters E07 Plus? Ich würde sagen, für all jene, die eine weite Anreise zum Offroad haben, also die ganz einfach eine längere Tour planen, weil er eben von der Laufleistung her ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Und zum anderen auch für all jene, die ganz einfach nicht nachdenken wollen, die ganz einfach viel unterwegs sind, einen günstigen Reifen suchen, der beide Welten kann, die auf der Straße genauso gern unterwegs sind wie auf so Waldwegeln, auf unbefestigten Wegen. Das kann dieser Reifen sehr, sehr gut. Deswegen passt er auch gut zu dieser KTM 890 Adventure R. Wenn man jetzt einer ist, der es noch ein bisschen gröber angehen will, der bei jedem Wetter die Offroad-Passagen sucht, der wird dann wahrscheinlich sowieso selber zu einem richtigen 50-50er greifen, die ich da eh schon aufgezählt habe. Da gibt es ja auch einige Alternativen. Aber so als Reisereifen in erster Linie und Allround-Reifen ist es ganz sicher eine sehr, sehr gute Wahl. Wenn ihr das Video gut gefunden habt, beziehungsweise aufschlussreich gefunden habt, dann seid so gut und lasst mal einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, was ihr von dem Mieters E07 Plus haltet, ob ihr ihn vielleicht auch schon gefahren seid, ob ihr ihn selber aufgezogen habt, ob ihr ihn in Betracht zieht,
wenn nicht, welche Reifen ihr bevorzugt, würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos in Zukunft nicht immer mehr versäumt. Andere Reifentests, andere Motorradtests und vor allem auch meine Reisevideos.